Seid gegrüßt und willkommen zurück zur letzten Folge von School and Bones, der Open Beta für den PC. Die Open Beta endet heute Abend leider. Und deswegen wird es hier die allerletzte Folge. So, ich hab schnell geguckt, Schnellreise funktioniert nicht. Das heißt, wir müssten zurückpaddeln. Oh, dreh dich. Ja, funktioniert nicht leider, die Schnellreise. So, wir müssen nach links. Irgendwie müssen wir ja die Videos auch ein bisschen interessant machen. So, das nehmen wir mal auch mit schnell. Und weiter geht's. Ja, war da auf jeden Fall schon mal eine sehr geile Schlacht in der letzten Runde. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja, das Schiff muss auch direkt dort in der Mitte liegen. Oh, der Schiff fährt sich auch wie ein verdammter trockener Schwamm. Ah, und dass die Schnellreise nicht geht, ey, das turnt mich auch richtig ab, ey. Hast so eine weite Strecke hinter dir und kannst keine Schnellreise machen. Nee, da musst du hier durch den ganzen Canyon donnern, ey. Mann. Ist doch nicht mehr normal. Aber gut, meckern hilft nicht. Ja, super, klasse. Hallo, verpiss dich doch mal, du scheiß Opfer. Ja, du Kunde, Alter. Sei froh, dass da keine Emotion mehr hab, ey. Wirklich den platt machen. Ätzend, ey. Warum geht die verdammte Schnellreise nicht, wenn meine Mission erfüllt? Ubisoft, eine Schnellreise muss möglich sein, wenn man eine Mission erfüllt. Dankeschön. Habt ihr Ordnung?
Ja, schon. Alter, jetzt dreh dich doch mal immer von links. Das ist doch bescheuert, ey. Ja, komm. Wir haben keine Munition mehr. Vergiss es, ey. Drehen sich immer zur linken Seite, wo ich keine Munition habe, ey. Immer wieder die gleiche Scheiße. Statt mal von rechts. Nein, es muss immer die linke Seite sein. Aber die könnten hier wirklich mal mehr zahlen als Münzen, dass man sich hier auch mal vernünftige Klamotten holen kann. Ihr fahrt einen Kutter? Oh, die Teile sind zäher als man denkt. Die Insel hat ihren Namen verdient. Nach eurer Vorstellung sind alle Flüsse rot vor Blut. Wenige Piraten sind so entschlossen wie ihr. Die meisten schämen sich in der Rolle des Schurken. So, in der Piraterie ist kein Platz für Scham. Ihr wart ein echter Grünschnabel und jetzt ein Piratenfrischling, der an der Zitze des Todes nuckelt und dabei Profit macht. Ihr habt einen schönen Krieg angezettelt, doch die Insel versinkt im Chaos und das ist schlecht fürs Geschäft. Einige Lieferungen für Töling gerieten ins Kreuzfeuer. Keine Sorge wegen der Fracht. Ihr führt weiter die Fahrer zu Karadek. Überlasst Töling und seine Perückenträger in New York mir. Mission abgeschlossen. Oh, wir sind jetzt Brokanier. Wow. Unheilige Gaben. Die Allianz zwischen den Pfarrer und der Kompagnie ist eine Gefahr für Sherlocks Macht. Doch ein Angriff auf das, was den Pfarrer heilig ist, könnte sie zerstören. Stiehl Artefakte der Pfarrer und liefere sie an der korrupte Gesandte der Kompagnie. Ja, machen wir. Als ich so in die schwarze Nacht gestarrt habe, fiel mir ein, wie wir die Fahrer so richtig auf die Palme bringen können. Die Fahrer lieben ihre Talismane. Schützen sie auf See, bringen Glück, helfen in der Liebe, bla bla bla. Das werden wir gegen sie nutzen. Diese Talismane werden uns beschützen. Glaubt ihr, ihr könnt die Fahrer täuschen? Zahlen jeden Preis für sie. Nur ab jetzt werden meine französischen Spitzel sie verkaufen. Wenn die Franzosen sich an Fahrer-Talismanen bereichern, wird das Bündnis bröckeln. Ich will bis hierhin hören, wie ihr Pakt in sich zusammenfällt. Bewahrt kühlen Kopf.
Aber selbstverständlich. So, mal schnell zum Briefkasten. Annehmen. Machen wir es mal im Lager. So, hier mal ein bisschen gucken. Okay, das passt alles. Will mal schnell ins Lager gucken. Skylock ist egal, ob sich die Fahrer und die Kompanie gegenseitig umbringen, solange er schön auf seinem Allerwertesten sitzen kann. Hier ist nämlich eine schöne Kiste. Ah, Spitzhacke, Brechstange. Ja, ach nee, halt die Klappe. Schmied, Veredelung. Sogar mein Hund kann euch mittlerweile gut riechen. Er riecht aber auch gern mal an seinem Arsch. Also. Alter, halt doch mal die Backen, ey. Das kannst du an deinen eigenen Arsch mal schnüffeln, Alter, du hässliche Ziege, ey. Meine Fresse, ey. Wer hat hier gar nichts veredeln, Alter? Kann höchstens mal deinen Arsch veredeln, ey, du dumme Schlampe. Auf der Straße flüstert man bereits euren Namen. Denkt dran, bringt mir einen Entwurf und ich schmiede euch etwas Scharfes. Na, ist nur Schrott, was er hier hat, ey. So. Ja, Bauplan. Dass man die da suchen muss, ey, wie so ein Esel, ey. Jetzt einen Drink. Ja, klar, ey, Mann. Man muss die Baupläne suchen, bevor man hier irgendwas. So, egal, dann laufen wir eben drum hier wie so ein Penner. Egal. So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. So, was könnten wir mitnehmen? Ich werde erstmal alles markieren und dann erstmal. So. Ich glaube, wir brauchen mehr Reparatursets, Captain. Ja. So, was können wir mitnehmen? Reparaturset, nehmen wir mal das mit. Kanonenkugeln sowieso. Ungeschliffener Saphir, also, ich glaube, das kann man dann auch alles verkaufen. So, denke mal, das können wir mal drüber packen. Panzerung, Ausstattung. Erhöht den Schaden nach Besatzungsangriff für 30 Sekunden um 15%. Boah, das ist ja gar nichts, ey.
Aber von mir aus können wir hier nochmal machen. Maximale Reichweite von Halbkanone wird um 10% erhöht. Ja, braucht auf jeden Fall auch immer schön Ausdauer. Halt doch mal dein Maul, ey. Mann, immer dazwischen, ihr Quatsche. Das kannst du dir nicht leisten, ey. Ja, das kann ich verstehen. Alles ein bisschen teuer. Wenn ich das hier wähle. Da kann er ja auch das auf, das zufällig machen. Aber trotzdem schlägt er immer wieder um. Und Open Beta, eigentlich können wir uns hier alle dran knallen. Man fängt ja eh nochmal von vorne an. Aber man kann hier wirklich sehr viel machen. Alter, Wahnsinn, was du hier. Ey, du kannst ja hier wirklich alles umändern. Das ist schon fett, ey. So. Nein. Oh, perfekt. Schnellreise können wir machen. Sehr schön. Ja, oh, Schnellreise kostet Geld. Aber ich muss sagen, wir haben auf jeden Fall auch eine Menge geschafft. Für die kurze Zeit, die wir hatten. Ja, dann warten wir bis am 16., bis die Vollversion kommt und dann mal gucken, ob wir uns das dann holen oder auch nicht. Wie gesagt, hier, letzte Folge. Lass mal das hier nochmal so richtig krachen. Zum Ende. Kavalier, Feuer, schießt!
zieh durch, ey. Mal markieren hier die ganze Schoter und Abfahrt. Ich staune, dass die Open Beta auch sehr stabil läuft. Also bis jetzt auch keine Probleme. Ordentliche Frames haben wir hier am Start. Knappe 100 Frames. Kann auch mal weniger werden. Im Hafen zum Beispiel zwischen 60 und 70. Aber wir spielen ja hier auch ja, bis Anschlag Armageddon, ne, mehr geht nicht. Und ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ist akzeptabel. Na, der Tag hat sich mal gelohnt. Haben wir doch gemacht. Ja, der Wind peitscht wieder von vorne. So, irgendwas muss ich jetzt hier machen. Das muss ich selber erstmal gucken. Okay. Reiseschiffen. Wir werden den da hinten mal probieren. Denke mal, das wird so ein Schiff sein. Das ist nur so ein kleines Handelsschiff. So, da haben wir ihn. Ist aber ein Riesenteil. Müssen wir auf jeden Fall immer schön in Bewegung bleiben. Mann, dreh dich doch mal, du scheiß Dreckskahn. Oh, ey, bis wir den platt haben. Dreh dich doch mal, verdammt. Ach, das Nachladen, das dauert so lange.
Nimmt ja kaum Schaden, ey. Handelsschiff. Ja, das kriegen wir nicht hin. Das ist zu fett. So, was ist denn hier überhaupt jetzt unser Feind? Der hier oder der hier fährt? Ist wieder so beschissen. Wieder beschissen beschrieben, ey, was jetzt unser Gegner ist. Ja, müssen wir auf Glück versuchen. Weil der große Schiff, das kriegen wir nicht platt. So, und du bist hier der Nächste. Ja, endet in 15 Sekunden. Ja, toll, haha. Witzig, ey. Wie soll man denn in die paar Minuten so ein Schiff da versenken, ne? Markieren, zurücksetzen, ach, keine Ahnung, ey. Na, das schaffen wir nicht. Brauchst so ein Reiseschiff nochmal. Weiß man nicht, wo man immer gucken soll, wo.
Ist das nächste Schiff? Ja, immer noch so weit weg. Alle Tierhandelsschiffe. Oh, Stufe 10, ey. Nee, ich bin doch hier komplett falsch, ey. Ich finde, das ist auch nicht vernünftig beschrieben, ey. Ich finde, das ist nicht vernünftig beschrieben, ey. Dann mache ich jetzt hier nochmal so ein... Aber das ist doch ohne so ein Ding, was wir brauchen. Also wir haben eins von zwei. Irgendwas haben wir fünf zerstört, aber... Weiß nicht mehr was genau. Komm, fahr doch mal ein bisschen schneller, danke. Naja, dann werden wir eben so lange zerstören, bis wir das Richtige finden. So, da hinten ist was etwas Größeres. Das könnte doch da...
Da haben wir doch so ein großes. Da ist eine Siedlung! Alle Feuer! Wir müssen hier weg! Wir können hier. Ich wusste doch, wir packen das! Aber irgendwie auch immer nicht das Richtige. Das verstehe ich nicht, Mann. Stiehl Ordis, der Fahrer, und bringe sie den korrupten Companion-Offizier in Fort Lewis. Fahrer Ordis können von Fahrerreiseschiffen gestohlen werden. Also ich habe schon alle zerstört, was hier eigentlich rumfährt. Was ist das? Unser Handelsschiff des Fahrers. Ein Segelleichter, Kapitän! Schabulier! Nikolai! Aufgedeckt, steigen wir an, Kapitän! Freibeuter. Also mehr wie zerstören kann man halt nicht. Ja, kann mir mal einer sagen, wo ich hier noch suchen soll? Hier ist schon gar nichts mehr, was ich zerstören kann. Eigenartig, eigenartig. Oh, haben wir das endlich geschafft, ja? Wow. Also, es ist wirklich manchmal zum Mäusemelken, ey. Ja, dann schieß doch zurück, Mann. Du verdammte Blechdose. Boah, ich muss erstmal mir was hinterkippen.
kann ja mal eine andere Sicht machen. So. Segel am Horizont. Mann, 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 ey. Hier ist aber was los hier in dem Spiel. So, gleich am Ziel. Aber bevor man auch das richtige Schiff findet, dass man auch genau dieses Schiff zerstören muss und nicht das andere. Das, ja. Echt ein bisschen schwierig manchmal. Weil halt auch so viele Schiffe hier rumpaddeln. Und deswegen ist das, auch gar nicht mal so einfach, da das richtige Schiff zu finden, um genau das halt zu zerstören. Oh, ich habe eine typische Schräglage wieder. Aus den Weg, aus den Weg. Der Wind, der hat uns. Oui. So. Abgeben, annehmen. Abgeben. Schleifstein. Auftrag abgeschlossen. Ein bisschen Kohle. Und eine Lackierung. Ein gutes Geschäft für euch, hm? So. Die arme Kompanie. Offiziere der Kompanie haben genug von langen Arbeitszeiten und der mageren Lohn dafür, dass sie Leib und Leben riskieren. Liefere im Tausch gegen einen Teil des Gewinns luxuriöse Waren an die verärgerten Offiziere. Ah, machen wir. Stufe 2. Dürfte nicht das Problem sein. Bon voyage. Ungeschliffener Granit. Haben wir das nicht noch vielleicht irgendwo im Lager? Ungeschliffener Granit. Oh, Saphir. Hier haben wir was. Lager, warte mal. Das mal raus, so. Ja, scheiße, ey. Nur 3 Stück, ey. Nur 3 Stück. Das ist natürlich ätzend. Oh, 3 Stück bloß. Verdammt. Kein Problem, dann werden wir mal kurz da hochpaddeln. Wird schnell holen. Drei von 4, ey. Oh Mann, ey. Gut gemacht, Captain. Okay. Hilft alles nix. Wir müssen noch einen Granit holen.
Und dann sind wir auch schon fast Ende der Zeit angekommen. Ein bisschen machen wir noch. 10, 15 Minuten. Und dann ist leider erstmal Ende im Schacht. Ungeschliffener Granat. 3 von 4, 3 haben wir. 1 holen wir noch. Dürfte ja wohl nicht so schwer sein. Ja, holen wir das einfach. Paddeln dann wieder zurück. Und eigentlich gibt es noch so viel zu erledigen. Aber das werden wir alles in der kurzen Zeit hier einfach alles nicht schaffen. Wir haben ja hier unten noch sonntiges, ja, Küste von Afrika. Das schaffen wir alle nicht. So, warte mal, da liegt was rum. Ach so, nur eine verdammte Flaschenpost. So, und hier muss natürlich irgendwas sein, was wir brauchen. Das wird es nicht sein, ne? Ja, und das andere ist ein bisschen zu weit weg. Aber eigentlich müsste da irgendwo auch so ein ungeschliffener Granat rumliegen, aber wäre jetzt nicht unbedingt da bis ganz nach oben paddeln, ey, das wäre ein bisschen zu weit. Nicht das, was wir brauchen, ey. Gut, dann liegt da erstmal nix. So, war natürlich nichts dabei. Was zum Kuckuck ist das? Was ist das? Das ist ein Futter. Ah, hat doch keiner. Als Beute. Mann, ey, 3 von 4, ey, das ist natürlich echt ärgerlich, ey. So, hier müsste auf jeden Fall irgendwas sein.
Ach, da, die Sau. Aua, so. So, ich muss jetzt mal gucken. So, das war da unten nämlich. Kommen wir da durch. Ja. Autsch. Ja, haben wir da auf jeden Fall gut gemeistert hier alles. Erstmal. Rostiger Nagel, sehr wichtig. So, wo ist die Sau? Auf bald. So, wie komme ich jetzt da hoch? Eben mal rumlatschen war hier. Wenn ihr Schnaps wollt, habe ich schlechte Neuigkeiten. Nein, ich will keinen Schnaps. Haltet uns nicht für Kompanie-Loyalisten. Nein, wir mögen ihre Uniform tragen, aber uns geht es nur um Rum und Geld. Hier, fernab der Flotte, trinken wir den Fusel fässerweise und betten uns auf Silber. Klingt nach einer Party. Und ihr seid bei diesem Fest willkommen. Wir sind hier unsere eigenen Herren. Keine Regeln, kein Geschrei. Doch Grog kostet heutzutage ein Vermögen. Mit jedem Auftrag und jeder Münze helft ihr uns, dass die Feier weitergeht. Seht euch unsere Waren an und unterstützt uns ein wenig. Ausgewählte Gegenstände werden für einen laufenden Auftrag verwendet. Ja, wo muss ich denn die Scheiße abgeben? Seht, was ich habe. Wo denn abliefern? Lagere exotische Waren in der Lieferkiste des... Ich brauche mehr Schnaps. Bereust du, dass du gegangen bist? Psst, ich bereue nichts.
Aktivitäten umhängen. Nee, das doch hier das alles nicht. Ach, Mann. Ach, das ist. Ey, wo muss ich denn die Scheiße abgeben? Da oben oder was? Oh, wege mal richtig falsch. Alter Mann. Ah ja, das ist alles manchmal ein bisschen verflixt. So, ist jetzt hier auch die richtige Kiste oder ist es... Nee, das ist die hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss man echt genau gucken, ey. So, hast du hier noch rumgewühlt in der Kiste? Dankeschön. So. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was wir überhaupt hier noch am Start haben. Alter, die ganzen Materialien, ey, da wirst du ja verrückt, ey. Also ohne Schnellreise wären wir richtig am Arsch, ey. Man erkennt eure Fähigkeiten an. Ja, ich glaube, eine weitere Mission können wir wahrscheinlich nicht mehr machen. Das wird von der Zeit her wird's nicht klappen, ne? Aber wir können uns dann auch hier nochmal im Hafen ein bisschen umgucken. Dachte, ihr wärt hinüber. Seht ihr das? Französische Leichen durchbohrt von Speeren der Fahrer. Wracks verstopfen den Hafen. Euer Talisman-Schwindel hat die Fahrer bis aufs Blut gereizt. Sie sind im Krieg und Karadek ist völlig ahnungslos. Sie tanzen auf dem Feuer, das wir geschürt haben. Aber der Rauch schlägt auch uns ins Gesicht. Waren für New York sind nie angekommen. Ich dachte, das Chaos mit den Franzosen wäre dafür verantwortlich. Doch inzwischen glaube ich, dass es eine Ratte gibt. Ich finde eure Waren, das riecht nach einer Ratte. Das riecht nach einer Ratte. Noch ein Captain Krabbenhirn, dessen Blut diesen Teppich tränkt. Na, keine Sorge. Meine Spitzel finden die verlorene Fracht und lassen die Ratte büßen. Ihr heizt den Franzosen weiter ein, bis nur noch Asche übrig ist. Los, macht uns reich. Ich bin mit einem holländischen Schiff voller Schießpulver. So, wir können noch mal hier bei der Schneiderin gucken. Euer Ruf ist genauso schillernd wie euer Kleidungsstil. So, wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren.
Auf 400. Gute Wahl. Können wir machen. Ja, Halsketten, ob das so wichtig ist, ey. So, oh, gibt's 1000 Klamotten, ey. So, und das war's. Mehr können wir, glaube ich, nicht mehr holen. Ne, das ist alle zu teuer. Aber stylisch auf jeden Fall. Bitte erzählt anderen von meiner Mode, ja? Ja, Leute. So weit, so gut. Wir haben wirklich eine Menge geschafft in der kurzen Zeit, die wir hatten. Ich habe leider erst Sonntag angefangen zu spielen. Und die Beta läuft leider nur bis Sonntag. Und ich habe es leider Freitag, Samstag überhaupt nicht geschafft. Ja. Es heißt, ihr hättet einen Freibeuter versenkt. Wo einer ist, sind meist noch mehr. Bringt mehr Münzen, dann gibt's auch mehr Stahl. Koststelle, Veredelung, das hatten wir ja schon alles. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf der, wie gesagt, auf der Vollversion. Ich denke mal, ist echt eine Überlegung wert, sich das Spiel zu holen, um mal ein paar geile Videos hier zu machen. Ja, so habt ihr mal so einen kleinen Eindruck gehabt von dem Spiel, was euch hier so erwartet. Und ja, ich denke mal, das kann ja nur gut werden, das Spiel. Also schlecht wird es auf keinen Fall. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, Leute, dann, wie gesagt, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zuschauer, für die ganzen Folgen. Und ja, sehen uns eventuell uns vielleicht in der Vollversion wieder. Also, haut rein und bis dann. Und nicht vergessen, zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Und wenn ihr wollt, das Video auch gerne teilen. Also, haut rein und bis dann.